Applaus für die Moderatorin Sonja Baum. Dankeschön. Einen mindestens ebenso großen Applaus für meinen Co-Moderator Armin Sengusch. Ja. Bleiben wir jetzt stehen? Wir sagen nochmal herzlich willkommen. Herzlich willkommen zum Einstellungsgespräch. Für Leute, die jetzt gedacht haben, sind wir im Swingerclub, weil es so schön warm ist. Nein, es ist eine Show. Ja? Mhm. Wobei Swingerclub auch eine Show sein kann. Ja? Wir werden heute für die Leute, die sich wundern, warum es heute so hell ist, die Leute, die regelmäßig da sind, wissen, dass es bei uns immer sehr dunkel ist. Auch das könnte auf einen Swingerclub hinweisen. Aber heute ist sehr hell. Heute ist das Fernsehen da. TTV nimmt uns heute auf. Das heißt, wenn jemand krankgeschrieben ist, zufällig, dann wird das gut, wenn er sich nicht umdreht. Also normalerweise ist es auch so, dass wir nehmen nur die, das ist nur hier auf der Bühne. Das heißt, wenn jemand jetzt irgendwie auf die Bühne stürmt, dann ist er mit im Fernsehen, ne? Auf TTV. Mhm. So, und ja? Ganz wichtig, ja? Handys aus, wäre toll. Genau. Es sei denn, ihr seid Herzchirurg und auf Bereitschaft, dann ist es okay, aber dann lautlos. Macht das bitte, genau, jetzt wird gewühlt. Ne? Und Hebammen sind auch noch darauf hinweisen. Also, ja. Ne? Aber wenn sie in Bereitschaft sind, nicht einfach nur, weil ich Hebamme bin, habe ich mein Handy an. Das geht nicht. So, ne? Auch wichtig. Ne? So, ne? So. Ja. Und auch noch wichtig, hat jeder eine Rot-Grün-Karte bekommen? Ja, genau. Toll. Ist nicht politisch? Nicht. Nee. Nee. So, wer hat keine? Ja, ich bin ja ausgerüstet hier. So, ist alles da? Ich muss auch super. Gar nicht weg. Wir können das durchreichen. Oh, warte mal. Oh, jetzt. Ja, nee, jetzt. Jetzt. Oh, wir haben ja genau. Genau einen Zeitplan. Genau. Drei dazu. Ja, so. Du auch nicht? Genau. Sie hat auch keinen. Ja, das ist die Dame, die habe ich noch eben noch reingelassen. Wir können es auch mal setzen jetzt. Oder? Jetzt können wir es mal setzen. Ja. Stehen ist auch in unserem Alter auch anstrengend. So. Ja. Aber ihr könnt es auch alle sehen, weil es ja auch gut ausgeleuchtet ist. Ne? Und dann hat die ganze Arbeit geleistet. Ja, ja. So. Wunderbar. Ja, wir mussten noch ein paar Vorkehrungen treffen. Ja. Also deswegen, ja, wegen der Aufzeichnung. Bei Aufzeichnung muss man ganz vorsichtig sein. Ach so. Wir haben extra, es gibt... Das wollten wir jetzt noch nicht erzählen. Wir wollen ja erstmal unseren großartigen Gast auf die Bühne holen, ja. Oder? Ja, wir haben ja, also als Einstellungsgespräch, wir wollen ja jemanden einstellen oder auch nicht. Sie und ihr seid das der Personalchef sozusagen am Ende in der Union. Show. Personalchef, ja. In Union, ja. Genau. Und wir haben einen ganz tollen Gast. Ich erzähle ganz kurz was über Isabel Bogdan. Sie hat über 50 Bücher übersetzt. 2006 erhielt sie den Hamburger Förderpreis für literarische Übersetzung und 2011 den für Literatur. 2011 erschien auch ihr erstes eigenes Buch Sachen machen bei Rowohlt. 2016 erschien ihr Roman Der Pfau, der ein Bestseller wurde. Ihr neuestes Werk, der Roman Laufen, erscheint im September. Einen großen Applaus für Isabel Bogdan. Meine eigenen Plüten. Darf ich das mal abnehmen hier? Ach, ganz bezaubernd. Ja, so. Ich gucke auch nicht rein, obwohl es mich interessiert. Ich schmeiß aber nochmal Zeug da rein. Du, da sind Sachen drin, machst dir keine Vorstellung. Ja, ja. Deswegen will ich es ja wissen, was das ist. Ich sag mal Swingerclub, aber... Ja. Du bist im Rucksack in Swingerclub, ist aber auch spannend. Ja, guck mal, ein bisschen Spielzeug braucht man. Ja, hast du recht. Da sind wir schon beim Thema Sachen machen, oder? Ja, oder wofür werde ich hier eingestellt? Das wäre auch noch eine Frage. Aber ich finde das jetzt interessant, weil du hast, glaube ich, ganz viel ausprobiert für diese Thematik Sachen machen. Aber Swingerclub war dabei, oder nicht? Ja, es war eine SM-Orgie dabei. Ah. Tatsächlich. Spannend. Es gibt hier in Hamburg eine große Location, das ist ein riesiges Haus, das heißt Cartonium. Mhm. Und das ist speziell für solche Gelegenheiten. Also da gibt es so Foltergeräte und ich weiß nicht was alles. Und da kommen dann über 1000 Leute hin und es ist eine Riesenparty. Es wird auch von der CIA benutzt, ne? Also wegen der Foltergeräte. Ah, ne? Also, ja. Ja, ja. Oder? Ja. Und von BND. Also ich habe für dieses Sachenmachen-Buch eigentlich. Da baue ich Pizza wohl, was? Nicht. Sportarten ausprobiert und Veranstaltungen besucht und sowas für dieses Buch. Und das war eine der. Niemand hat mir vorgeschrieben, was ich tun muss, Gott sei Dank. Also ich musste nicht aus einem Flugzeug springen oder. Mhm. Sowas, das hätte ich auch nicht gewollt, aber, ich habe eigentlich Sachen gemacht, auf die ich Bock hatte, aber so zwei, drei Sachen, wo ich auch ein bisschen Schiss vorher hatte und diese SM-Orgie gehörte zu denen, wo ich vorher dachte,
Verstehen. Habe ich mich jetzt eingelassen. Ja, das verstehe ich auch. Mhm. Bevor wir jetzt zu viel reden, wir haben ja das noch... Wollen wir nicht. Das, nein, weil wir haben ja noch so eine kleine Schwierigkeit eingebaut. Ja. Und zwar meintest du ja schon, wir mussten Vorkehrungen treffen. Ja, zeig mal. Ja, zeig mal kurz. Genau. Also wir haben... Also wir fangen erstmal, wir mussten ganz viele Sachen abkleben, ne, damit man die Markennamen nicht sieht. Also wir dürfen keine Werbung machen, das ist auch in Ordnung, außer für uns selbst und für die Mathilde, in der wir sind, die ja in Mathilde bei in Ordnung sind. Aber sonst dürfen wir keine Werbung machen, deswegen, das ist ein Getränk hier. Und, ne, also die Leute, die so, und wir nennen das nicht beim Namen, aber es ist Artischockenschnaps. Es sind Artischocken drin, genau. Ja. Es ist also gesund. Also gesund, wir haben auch festgestellt, es ist gut für die Verdauung. So, was jetzt auch kontraproduktiv ist, um hier einen ruhigen Abend zu verbringen. Aber wir wollen mal schauen, was so passiert. So, also, genau. Ich habe ein bisschen Angst. Ja, wir haben vor dieser Show Angst, wirklich große Angst. Denn dieses, darf ich das Spiel erklären? Ausnahmsweise diesmal? Oder ja. Bist du das? Ja, ja. Ich liebe diese, du bist gerade in Fahrt irgendwie, ne? Ja, ich bin heute in Fahrt. Also, Sonja hat den Plan und ich bin der Chaot. Also, viele Leute sagen, warum, was macht der auf der Bühne? Ich versuche Chaos reinzubringen. Es ist auch immer da. Also, wir haben ein Spiel, wir sind ja alle Menschen der Sprache und ich habe gesagt, wir müssen ein bisschen auf die Sprache achten. Und wir drei dürfen das Wort eigentlich nicht sagen. So, also jetzt darf ich es noch. Wenn wir das Wort eigentlich sagen, was oft rausrutscht, manchmal zu oft, dann dürft ihr sofort sagen, ja, ich habe es gehört. Dann müssen wir einen Schnaps trinken. Und wer es gehört hat, darf einen mittrinken. Oh, ja. Genau. Also jetzt sind wir hier Artischocke, ne? Gut für die Verdauung. Wenn ihr Probleme mit der Verdauung habt, einfach gut aufpassen. Ne? So, sehr, sehr, sehr schön. Guck mal, Isabel war auch gerade essen. Vielleicht ist das auch ganz angenehm. Aber die Asiaten machen ja sehr verdauliche Sachen. Ja. Ja, okay. Ja, noch. So. Ja. Und genau, achtet gut drauf. Eigentlich ist es verboten. Und ab jetzt ist es nicht mehr erlaubt. Ne? Und bei uns gibt es auch kein Learning, haben wir gemerkt. Nein. Also es gab Shows, wo es super geklappt hat, aber beim letzten Mal bist du ziemlich abgestürzt. Das war hatte ich das nicht so das Griff. Erste Mal, dass du so abgestürzt war auch sehr lecker. Ja, da. Ja, das stimmt, ja. Ja, genau. Ja. Oh ja, das war mit. Sag einfach nichts mehr. Ja. Das ist gut bei so einem Interview. Ja, genau. Aber du musst ja auch erstmal wissen, warum du was sagen musst und wozu. Also was der Sinn und Zweck des Ganzen ist ja, dass du dich auf einen Job bewirbst. Ja. Es liegt in deiner Hand, welcher Job das ist. Und du darfst ihn ziehen. Aus dem Goldsäckchen. Sehr spannend. Es sind so viele verschiedene Jobs da drin. Und einen willst du ziehen. Na? Sehr gespannt. Kannst du doch erstmal. Oh. Bootcamp Instructor. Das passt hervorragend, finde ich, zu diesem... Das sind wir wieder beim SM-Thema. Genau, das ist doch... So, Habt ihr vielleicht eine Peitsche? Ich dachte eigentlich eher, dass es Thema... Das, da, oh, wer hat es gehört? Wer hat es gehört? Ja, so, guck mal. Guck mal. So, zack. So. Ich mach einmal... auch das noch. Einmal jetzt kommt Dicke. Jetzt, ja, super. Und, oh, ja, das ist, ja, das ist jetzt natürlich... Das ist auch krass hier. So, also. Darf ich mich mal da in deiner Handtasche? So, guck mal. Achso, ja. Ich bin aber. So. So, das geht schon gut los hier. Fängt gut an. Ja, aber das ist mein Nagellack. Entschuldigung. So, peinlich. Ja, du hast eine Hand vergessen. Ja. Was? Du hast eine Hand vergessen. Ich mache immer nur die Spielhand. Das ist so eine Gitarristengeschichte. So. Das ist ja, wahrscheinlich bist du auch Rechtshänder und hast du auf der anderen Seite. Ja. Du kriegst das nicht so gut hin, oder? Was ist das jetzt? Das ist ein Dance with Me. Genau, das ist. Dance with da Me. Da ist auch Schnaps drin. Da ist auch das ist Gin drin. Ja. Und ein bisschen Zitrone. Ja. Campari, Gin und Tonic und ein bisschen Zitrone. Wir müssen das nämlich wiederholen, weil das ist unser Begrüßungsgetränk für Isabel, mit dem wir heute Abend viel Spaß haben werden. Mit dem Getränk, wollte ich sagen, und mit Isabel. Prost. So. Prost. Ich glaube, ihr habt auch alles zu trinken. Ja. Es gibt immer Getränkepausen, ne? Ganz wichtig, also für jemanden, der dehydriert. Ganz wichtig, gibt Getränkepausen. So, jetzt müssen wir schon loslegen. Nee, jetzt wollte ich noch mal sagen, das mit dem, also diese ganze SM-Swinger-Geschichte, das ist ja irgendwie, ich wollte mich eigentlich... Also das wird ein spannender Abend heute. Es kann sein, wir haben von vielen 90 Minuten bekommen. Es kann sein, dass wir nicht bis zum Ende der Show durchkommen. So. Das ist so wie bei täglich grüßt das Murmeltier. Ich trinke den jetzt und dann fange ich wieder bei dem Thema an, worauf ich mich im Grunde genommen beziehen wollte. Jetzt. Nämlich dein neues Buch. Ja. Ich dachte, du hast dich
befasst mit dem Thema, ich bin jetzt wirklich vorsichtig, mit dem Thema Laufen und Sport. Ja. Und das ist doch, da bist du doch prädestiniert. Prost. Wer hat es eigentlich gehört? Ich darf euch, ich weiß nicht, wer, ich habe keine Ahnung, wer zum ersten Mal da ist. Es ist so, bei der ersten Show war Anselm Nesta und Anselm und ich sind komplett eskaliert. Wir hatten eine Flasche Whisky da und die haben wir vor der Pause ausgetrunken. Mit diesem Kurzweg, das war wirklich ganz schlimm. Und durch alle Shows ist Sonja so sanft durchgeglitten. Ich zieh das durch jetzt, dann ist es leer und dann ist es safe, genau. Würde ich sagen. Genau. So. Sehr, sehr schön. Ich sag dazu jetzt nichts mehr, aber achtet mal drauf, weil wir kriegen Sonja heute noch unter den Tisch. So, ich mach die schon dann allein, ist doof für euch, aber gut. So, jetzt, du wolltest noch was fragen? Ich lese nur noch ab. Ja, sehr schön. Gute Idee. Ja. Aber damit waren wir jetzt auch durch. Damit waren wir durch. Hast du eine Frage nicht gestellt? Ist auch egal. Aber was war die Frage? Genau. An und für sich, kannst du sagen. An und für sich? An und für sich, im Grunde genommen, genau genommen. Ich wollte nur sagen, dass ich das auf... wunderbar auf dein neues Buch bezieht. Ich wollte ja nur einen Brückenschlag bringen. Müssen wir aber an dieser Stelle noch gar nicht, weil wir ja erstmal Isabel vorstellen wollen. Und genau. Ich bekomme auch Zettel. Wir kommen zu der Rubrik War oder Falsch. Ja. Das Publikum hat jetzt zum ersten Mal die Macht. Ja. Und kann jetzt entscheiden, ist das... Dürft eure Karten zücken. Genau. Und dann muss ich, ist das wahr oder falsch, was wir über Isabel vorlesen? Wir können überhaupt nicht sehen, was eure Karten anzeigen. Doch, weil, doch. Ich fühle das. Das sind Schwingungen. Rot ist halt negativ und grün ist positiv. Und wenn überwiegend... So geht's. Genau. Du siehst aber auch schöner aus. Du hast so einen schwarzen Streifen. So ein bisschen, erinnerst du mich an die Indianer? Dann so, diese Mohawks, die hatten auch einen schwarzen Streifen. Ich habe ja sowieso was sehr Indianisches. Ja. Glaubt man absolut. Ja spontan. Gab es viele blonde Indianer damals? Ja. Ich darf beginnen. Ja, du hast die Eins. Ah, ich habe die Eins. Ja, hast durchnummeriert. Also, Obacht. Isabel Bogdan wurde 2014 zusammen mit Maximilian Butterboom als goldene Bloggerin des Jahres ausgezeichnet für das Interviewprojekt Was machen die da? In dem sie unter anderem eine Paramentenweberin, eine Wasserorgelspielerin und einen Weihnachtsmann interviewten. Wahr oder falsch? Oh. Es gibt doch tatsächlich einen, der sagt zwei. Drei, die sagen nein. Warum macht ihr so einen Mist? Aber es ist wahr. Es ist absolut wahr. Das war ein sehr schönes Interviewprojekt, das Maximilian Buddenboom und ich über 2 oder 3 Jahre gemacht haben. Und das hieß, was machen die da? Und da haben wir Leute bei der Arbeit besucht und haben sie über das ausgefragt, was sie da den ganzen Tag machen. Mhm. Und das war ganz toll, weil wir von Anfang an gesagt haben, wir wollen nicht die Zumutungen des modernen Arbeitslebens investigativ aufdecken, sondern wir suchen Leute, die das, was sie machen, mit Leidenschaft und Begeisterung machen. Und wir hatten ganz viele so normale Berufe dabei. Wir hatten eine Mutter und einen Zahnarzt und einen Glaser. Und wir hatten aber auch so ein paar abseitigere, diese Paramentenweberin. Paramente sind so Tücher, die in der Kirche am Altar und an den Lesepulten hängen. Das, was jeder zu Hause haben möchte. Spannend, okay. Ja. Gut. Ja, okay. Gut. Ja. Also, 2012 entdeckte Isabel Bogdan bei ihrem ersten Besuch auf dem Hamburger Dom den Hau den Lukas für sich. Sie meldete sich von ihrem Fitnessstudio ab und ging täglich zum Trainieren auf den Dom. Wenn der Dom in Hamburg pausiert, versucht sie, ihre Lesereisen so zu legen, dass immer ein Jahrmarkt in der Nähe ist. Inzwischen knackt sie einen 4,50 Meter Hau den Lukas mit links. Wahr oder falsch? Ach, guck mal. Aber niemand? Drei? Drei? Das Schnaps. Soll ich dich hauen? Ich wollte gerade sagen, wenn sie dich hauen darf, ist es in Ordnung. Ja, auf 4,50 Meter Höhe haut sie dich rauf. Ja, hier zu meinem Bootcamp-Instructor. Ja, genau. Ja. Du hast keinen Hau den Lukas.
Ich war tatsächlich für das Sachenmachen-Buch auf dem Dom und habe alles gemacht, was normalerweise nicht meine Sorte Freizeitvergnügen ist. Außer hau den Lukas? Fast wäre es passiert, ne? Was? Habt ihr gemerkt? Ne? Ja. Ah, du hast und ich habe da auch den Lukas gehauen, aber nur das eine Mal. Und kläglich versagt. Okay. Aber hast du den Punkt unten getroffen? Das ja, ja okay. Das doch immerhin, aber ich habe es nicht bis oben auf den Anschlag gekommen. Der ist auch schwer, ich habe das neulich auch auf einem Feuerwehrfest. Ja, und ich hatte. Dorffeuerwehrfest ausprobiert. Ist schwierig. Ja. Ja, Dorffeuerwehrfest. Wahnsinn. Großartig. Aber wo ich super war, ich war auch fürs Sachenmachenbuch in Wacken. Und da konnte man eine Axt werfen. Oh. Und das war total cool. Also man muss diese Axt, nimmt man so und schleudert die dann weg und die soll in einem Holzklotz stecken bleiben und um diesen Holzklotz rum sind natürlich jede Menge Strohballen und sowas. Und vor mir waren 3 oder 4 junge Männer in so langen Ledermänteln und so coole Wackentypen. Und die haben irgendwie verzweifelt die Axt in alle möglichen Richtungen geschmissen und die ist nie in diesem Holzklotz gelandet. Da habe ich gesagt, ich versuche das jetzt auch mal und ich mache einmal, zack, und die landet mitten in diesem Klotz. Bootcamping. Ich sage nur Bootcamping-Instructor. Ja. Ja. Also alles ist alles. Du machst das gut. Man könnte vielleicht auch blindes Huhn vermuten. Nein, ich finde, man weiß schon, wo seine Talente sind. Du traust mir zu, dass ich traue, ich würde nicht in deine Nähe. Zielgenau. Nicht in die Äxte werfen. Genau, in die Wurfweite würde ich. So. Eigentlich wollte Isabel Bock dann. Es steht hier. Ja, und? Ja, und? Oh, verdammt, Arzt! Ja. Oh. Ah, das, alter Schädel. Also. Frau Baum, das vergesse ich nie. Das ist. Das ist. Du hättest auch die anderen beiden Nummern nehmen können. Ja, hat dir zugeschoben. Du hast sie mir zugeteilt hier. Ja, natürlich. Ich wollte das nicht sagen. So. Da fehlt mir der Trakt. Okay. Prost, ja. Prost. Ja. Gut für die Verdauung, das merke ich sofort. Im Grunde genommen wollte Isabel Bock dann Modedesignerin werden. Als Studentin jobbte sie deswegen in einem Bekleidungshaus als Verkäuferin, Abteilung Damen-Oberbekleidung. Wahr oder falsch? Ja. Jetzt muss ich mal kurz gucken, warte mal. Also ein bisschen mehr Grün, würde ich sagen. Ja, also ja. Ich glaube, das ist wahr. Das ist ja auch so. Das kann ich so gar nicht sagen. Ich wollte nie Modedesignerin werden, aber ich habe als Studentin in einem Bekleidungshaus gejobbt in der Abteilung Damen-Oberbekleidung. Aha! Da ausgefuchst. Oh. Aber ich finde, es ist gut, wurde gut gespiegelt. Ja, weil das genau. Es war so 50-50. Wahr oder falsch? Ja. Das ist schwer. So. Was dachtest du denn, dass es ist? Genau das. Ja. So meine Recherchen hatten ergeben, dass das mit der Damen-Oberbekleidung und dem Jobben, aber ich bin nicht davon ausgegangen, dass das dein. Wo stand das denn? Muss meine Quellen jetzt preisgeben. Irgendwo in meinem Blog wahrscheinlich. Ich glaube, ein Interview für eine Seite. Du hast irgendwie mal gemodelt. Klingt so auch ein bisschen größer, als es war. Aber genau, Ich habe 2 so kleine Hamburger Lieblingslabels, für die ich jetzt wahrscheinlich auch keine Werbung machen darf. Das ist sehr schade. Vielleicht darf ich sagen, dass sie sich in der Marktstraße befinden. Ja. Hausnummern bitte. Und man findet die Seite wahrscheinlich. Wenn ich will, habe ich sie gar nicht im Kopf. Googeln, Isabel Bogdan und Damen-Oberbekleidung. Und dann landet man vermutlich genau auf der Seite. Ich glaube, mit Damen-Oberbekleidung wahrscheinlich nicht. Aber ist auch wurscht, jedenfalls für diese beiden kleinen Labels. Mit denen habe ich einfach mal besprochen und habe gesagt, soll ich nicht mal für meinen Blog ein paar von euren Klamotten vorführen? Und dafür kriege ich eine Klamotte oder ein bisschen Geld. Und ja, das hat großen Spaß gemacht. Aber das war. Ich würde es nicht Modeln nennen. Gut. Jetzt kommt dein letzter. So. Isabel Bogdan liebt Vereine. Sie ist Mitglied im Verband deutschsprachiger Übersetzer sowie im, heißt es PEN-Zentrum oder PEN-Zentrum? Ich glaube, man sagt PEN-Zentrum. PEN-Zentrum Deutschland. Sie ist sogar Vorsitzende des Vereins zur Rettung des Anderthalb. Zurzeit denkt sie darüber nach, einen Das-Blog-Verein zu gründen. Ziel dieses Vereins soll sein, aufzuklären, so Bogdan. Die meisten Menschen würden der Blog sagen, das sei falsch, so Bogdan. Das Blog müsse es heißen, das Blog. Wahr oder falsch?
Hallo. Aha. Ach, großartig. Also es ist sehr grün. Es ist sehr grün. Ja. Ah, eine Zweiflerin. Ja, kannst du das heißt aufklären? Das Blog, weil das von Weblog kommt und dieses Log ist kurz für Logbuch und es heißt das Buch. Fertig. Und früher, als das losging mit den Blogs, haben auch alle das Blog gesagt und irgendwann hat sich der Blog eingeschlichen und steht inzwischen leider auch im Duden und ich ein paar andere Blogger der ersten Stunde und ich sind, glaube ich, auf relativ verlorenem Posten mit dem Kampf um das Blog. Aber ich denke in der Tat nicht im Traum drüber nach, dazu einen Verein zu gründen. Also stimmt das eigentlich gar nicht? Oder? Das, nur die Vereinsgründung. Stimmt. Ja. Also es stimmt, dass ich im Verband deutschsprachiger Übersetzerinnen und Übersetzer bin und im PEN-Zentrum. Und neuerdings auch im Literaturhausverein. Ah. Das ist aber alles nicht wirklich aus Vereinsliebe, sondern aus irgendwelchen anderen Gründen zustande gekommen. Okay. Ja, aber das mit dem. Noch zwei Damen im Gang. Hier vorne sind noch zwei. Wir haben noch zwei. Ja. Wenn ihr euch lautlos bewegt und quasi schwebt, dann ist es okay, sonst müsst ihr stehen bleiben. Wie hast du das denn jetzt gesehen? Ich sehe alles. Ja. Ich bin. Ihr müsst euch auch namentlich jetzt nicht vorstellen, alle anderen haben jetzt vorgestellt. Körpergröße und Gewicht angegeben, aber es ist okay, schön, dass ihr da seid. Ihr müsst auch nicht erklären, warum ihr zu spät seid. Ist okay. Machen wir aber sonst. Mit das Blog muss ich nochmal erzählen. Meine Art der Recherche verlief so, dass ich habe immer geguckt, was, also es gibt die verschiedene Filme mit dir, wo du auch zum Teil entweder liest oder interviewt wirst. Ich habe das nebenbei so beim Arbeiten laufen lassen und dann hast du das Blog gesagt und ich war so, huh? Warum das Blog? Tatsächlich wusste ich das auch nicht. Ja, was gelernt. Ja. So. In Klugscheißen bin ich auch ganz. Das ist großartig. Man sagt ja immer, niemand mag Klugscheißer und ich habe mir angewöhnt zu sagen, das sagen alle dummen Menschen. Es gibt einen sehr schönen Cartoon von. Ja. Ein Schlauer ist da. Ein. Wow. Ja. Es gibt einen sehr schönen Cartoon von Meta Bene, wo einer sagt, niemand mag Klugscheißer, und der andere sagt, fast niemand. Ja, auch schön. Auch schön. Gut. Ja. Bootcamp-Instructor. Wir würden gerne wissen, was du denn bisher so gemacht hast in deinem Leben. Und ich glaube, du hast auch eine Arbeitsprobe mitgebracht. Ja. Die könntest du jetzt vortragen, wenn du magst. Musst du hier ran? Nee. Habe ich schon parat gelegt. Ich hätte zwei Sachen. Also entweder was aus dem Sachenmachenbuch. Da sind wir sehr neugierig, jetzt ehrlich gesagt. Eher lustig. Ja. Und das andere ist ein Blogtext, den ich anlässlich des Weltfrauentags geschrieben habe. Wir können ja abstimmen. Ja, ist der Meinung? Ja. Könnt ihr abstimmen, rot ist für den Weltfrauentag. Genau. Und das ist ja auch schon wertend. Okay. Grün ist für den Weltfrauentag und rot ist für Sachen machen, weil auch das auch machen auch rot ist. Von daher, das war schon sehr schön. Okay. So. Also grün, Weltfrauentag, rot. Tja. Aha. Nein, geht es nicht. Es ist mehr rot. Rot, ne? Mehr rot. So. Rot war jetzt Sachen machen. So, dann sieht man wieder, Farben wählen ist egal. Ne? Am Ende gewinnt sowieso Angela Merkel. So, jetzt. Ich war bei einer chinesischen Massage. Oh ja, Massage, tak. Guten Tag, mein Name ist Bogdan, ich würde gerne einen Termin ausmachen. Wann? Ich bin ziemlich flexibel. Wann? Heute? Heute? Ja, warum nicht? Gerne. Wann? Wann? 15 Uhr? Besser Vierse? Okay, 14 Uhr. Bis gleich. Als ich ankomme, strahlt die chinesische Masseurin mich an, ruft freudig Hao und führt mich in den Massageraum. Als Outsie nur die Wunderhose baulege, weist sie mich an und verschwindet. Ich versuche es mit alles ausziehen, nur nicht Unterhose, Socken und Uhr und auf den Bauch legen. War fast richtig, Socken und Uhr hätten auch ausgemusst.
Sie wickelt mich erstmal von Kopf bis Fuß in Handtücher ein und massiert mich sanft ein bisschen durch die Handtücher hindurch. Nacken, Rücken, Po, Beine, Füße. Deutsch ist so schwer, verkündet sie dabei. Mehrfach. Erst denke ich, die Deutschen seien so schwer. Dann verstehe ich, nein, die deutsche Sprache ist schwer. Ja, das höre ich. Deutsch ist schwer, Sprache schwer, Aussprache schwer. Sie nimmt das Handtuch von meinem Rücken, legt mir ein anderes über den Hinterkopf und reibt mir den Rücken mit Öl ein. Und massiert. Und knetet. Ihre Hände sind plötzlich aus Stahlbeton, meine Nackenmuskulatur leider auch, vor allem rechts der Mausarm. Stahlbeton auf Stahlbeton ist nicht so richtig angenehm. Aua, aua, aua. Deutsch ist so schwer, ruft sie. Das hält sie allerdings nicht davon ab, sehr viel zu sprechen. Immer der und das, so schwer, erklärt sie. Ja, sage ich, auch nur noch in Wörtern sprechend statt in Sätzen. Die Artikel, sehr schwer. Ich glaube, sie erzählt mir, was sie gestern in der Schule Schweres besprochen haben. So schwer, zet. Zet, frage ich. Zet, ruft sie und probiert dann ein bisschen mit Vokalen und Erklärungen herum. Zete. Zeute. Zette. Zette. Zettel, frage ich hoffnungsfroh. Zeite, ruft sie. Und endlich verstehe ich die Zeiten. Ja, die sind natürlich auch wirklich schwer im Deutschen. Verben, ja, die Zeiten. Sie amüsiert sich prächtig. Nein, lacht sie. Ja, auch so schwer. Aber was sie meint, ist doch zet. Campingplatz. Irgendwann verstehe ich. Zelt. Campingplatz. Wir sind beide total erleichtert. Zelten. Haha. Ja, Campingplatz. Zelten, klar. So schwer. Ist ein bisschen gemein, ich mache mich über die lustig. Ne? Aber ich war selber ein Jahr in Japan und nehme an, dass man sich da genauso über mich lustig macht. Derweil hat sie den ersten Liter Öl in meinen Rücken massiert und ich habe mehrfach gestöhnt. Tu weh, fragt sie dann und lacht und tut mir noch mehr weh. Zwei Tage Muskelkater, bemerkt sie an. Na meinetwegen, immer her damit. Aua. Rechte Rückenhälfte, linke Rückenhälfte. Plötzlich klettert sie auf die Liege und hockt sich auf mich, knetet weiter, dann wieder runter. Sie geht an meinen Hals, da bin ich empfindlich. Ich kriege Gänsehaut und sage, da kriege ich Gänsehaut. Was? Fragt sie. Tu weh? Nein, sage ich, aber das läuft mir durch den ganzen Körper, woraufhin sie sich gar nicht mehr einkriegen will vor Lachen. Das ist gut, sagt sie. Luft, ganze Körper, hahaha. Sie arbeitet sich meinen Rücken hinunter, an manchen Stellen tut es höllisch weh. Sie massiert mir den Po. Nie gut immer sitze, diagnostiziert sie. Nie gut für Lücke, nie gut für Po. Dann deckt sie meinen Rücken mit einem Handtuch ab und arbeitet sich weiter meine Beine hinunter. Der nächste Liter Öl wird eingeknetet, ich fühle mich wie Kuchenteig. Quarkölteig. Schließlich die Füße, du lieber Himmel, ist das wundervoll. Die Masseurin ist deutlich stiller geworden. Nachdem sie mit meinen Füßen fertig ist, kommt sie wieder an meinen Kopf, dreht mir die Arme auf den Rücken, erst den einen, dann den anderen, drückt einmal drauf. Tu weh? Fragt sie. Ja, sehr, sage ich. Sie fasst mir unters Schulterblatt, dahin, wo es noch mehr weh tut, massiert mir dann den Arm und die Hand, dann die andere Seite. Und wieder an die schlimme Stelle, die rechte Schulter, ich stöhne auf. Tu weh? Fragt sie und geht weg. Es rumpelt und pumpelt vor der Tür herum, dann höre ich sie wieder reinkommen. Ich sehe sie nicht, ich gucke ja die ganze Zeit nur durch das Loch im Tisch auf den Boden, wo ich außer dem Parkett nur manchmal ihre sonderbaren Hausschlappen sehe. So eine Art mit Teddybärfell bezogene Gesundheitslatschen. Aber wer wird noch etwas über Asiaten und ihre Hausschlappen sagen wollen? Ohne jede Vorwarnung legt sie mir ein knallheißes, nasses Handtuch auf den Rücken, dann noch eins und noch eins. Hi, fragt sie. Nee, super, sage ich. Sie packt auch meine Arme darin ein. Ich weiß nicht, wie viele heiße, nasse Handtücher sie auf mir stapelt. Es fühlt sich großartig an. Svea, fragt sie.
Nee, super, sage ich. Dann knetet sie mir wieder die Beine. Tut weh? Ich habe jedes Zeitgefühl verloren. Eine Stunde soll es insgesamt dauern. Wie viel Zeit mag vergangen sein? Kann das bitte nie aufhören? Sie ist wahrhaftig nicht zimperlich. Plötzlich tun mir sogar die Beine weh, obwohl ich da nie was hatte. Aber wenn man fest genug knetet, tut irgendwann alles weh. Aua, weitermachen. Sie schlägt mir auch die Beine in knallheiße Tücher ein. Plötzlich kniet sie auf mir, drückt mir durch die heißen Handtücher die Knie in den Rücken. Aua, ist das großartig. Alles hat ein Ende. Sie packt mich aus den heißen Handtüchern aus und befiehlt, umdreh. Ich drehe mich um, dafür muss ich mich ein bisschen mit den Armen abstützen. Nicht zu fassen, ich habe den Muskelkater jetzt schon. Meine Schultern schmerzen, Wahnsinn. Tu weh? Fragt sie und prognostiziert noch einmal, 2 Tage Muskelkater. Ist recht. Für die Gesichtsmassage zum Schluss ist leider kaum noch Zeit. 1 Minute vielleicht, schade. Ich bin fix und fertig. Und habe hinterher eher 4 als 2 Tage Muskelkater. Ich mag ja Masseure. Ich auch. Ich finde es auch essentiell, weil wenn man auf der Bühne sitzt, man braucht halt einen lockeren Nacken. Aber ich habe die besten Erfahrungen mit den Russen gemacht. Ach, die habe ich noch nicht ausprobiert. Ja. Also diese Chinesin, die war so eine ganz kleine, zarte Person, wo man erstmal denkt, naja, die sind böse. Uiuiui. Ja, ja. Die Russen sind direkt, also ich habe in Leipzig gespielt und da kam dann in meinem Programm, Betriebsversammlung, die dann da waren, das waren alles Physiotherapeuten. Und danach kam jemand zu mir und sagte, musst du kommen morgen zu mir. So. Ich Knochenknacker. Russische Methode, nicht zimperlich, richtig. So, da war ich ein bisschen da und hat die Knochen haben wirklich geknackt, aber ich fühlte mich wirklich befreit. Also mit Knochenknacken habe ich es nicht so. Ja. Also einrenken ist, das ist mir unangenehm, das mag ich nicht. Die war auch gedopt, die war so groß, war so ein Schrank. Bis heute nicht, ob es wirklich eine Frau war. Ja. Müssen wir noch weitermachen? Es geht noch weiter. Achso, ja. wir hätten jetzt Zeit, um uns ein bisschen zu unterhalten. Ja ich habe jetzt hier, so wir haben, ich habe ehrlich gesagt, wir haben ja so einen Timer. Ja. Und der läuft aber andersrum als meine Zahlen, die ich mir aufgeschrieben habe. Ich muss die ganze Zeit im Kopf mitrechnen, aber ich würde sagen, wir haben ein bisschen Zeit. Ja. Mich würde total interessieren, wie du arbeitest, weil du ja einerseits übersetzt und dann aber auch deine Bücher schreibst. Ich habe, als ich angefangen habe zu schreiben, versucht, das neben dem Übersetzen zu machen und habe sehr schnell gemerkt, dass das nicht funktioniert. Also ich kann nicht morgens schreiben wie Jane Gardam und nachmittags wie ich oder das irgendwie wochenweise abwechseln oder so. Das hat alles überhaupt nicht funktioniert. Und ich habe dann tatsächlich erstmal die Übersetzungsaufträge, die ich noch hatte, abgearbeitet und keine neuen mehr angenommen und mir Zeit genommen, um den Roman zu schreiben. Und seit der erschienen ist, das war im Frühjahr 2016, hat sich tatsächlich mein Arbeitsleben gründlich verändert, weil ich dann erstmal ganz viel auf Lesereise war. Also ich war dann irre viel unterwegs, habe monatelang das Gefühl gehabt, ich komme überhaupt nicht zum Arbeiten, bis ich mal das kapiert habe, dass das jetzt meine Arbeit ist. Mhm. Aber bisher bestand meine Arbeit drin, Text zu produzieren, also 20 Jahre lang als Übersetzerin und dann als Autorin. Und plötzlich bestand meine Arbeit darin, im Zug zu sitzen und in irgendeine Kleinstadt zu fahren und da wieder mir das Hotel zu suchen und abends in eine Buchhandlung zu gehen und zu lesen und am nächsten Tag den Koffer wieder zuzuklappen und in die nächste Kleinstadt zu fahren. Aber dass das jetzt meine Arbeit ist, musste ich erstmal kapieren. Ja. Und seitdem übersetze ich tatsächlich nur noch Jane Gardam und habe alles andere abgelehnt. Und ja, musste da aber auch dann wirklich gucken, wie ich das ineinander sortiert kriege mit gelegentlich immer noch Lesungen. Also auch nach 3 Jahren gab es noch Lesungen aus dem V. Und dann wieder was übersetzen und dann mir aber auch wieder Zeit freizuschaufeln fürs eigene Schreiben. Und für das eigene Schreiben habe ich festgestellt, dass das am allerbesten funktioniert, wenn ich wegfahre. Aha. Also wenn ich mich wirklich rausziehe aus dem Alltag
Und ich war ein paar Mal für ein paar Tage auf Helgoland. Mhm. Ich weiß nicht, wer das schon mal war. Man ist mit Helgoland in einer Stunde eigentlich fertig. Jetzt ist auch Isabel dabei. Schön. Wunderbar. Ja, ich bin ein bisschen erleichtert, dass sie aufholt. Möchte jemand... Ja, nee, hier, ja. Eindeutig. Hast du... Katze, du hast den, genau. Den nicht. Ja, ich mach weiß. Okay. So. Danke. Wobei das auch Gläser sind, die optisch... Es passt gar nicht so viel rein, das ist genau so. Die doch, sehen so doch, doch. Aus. So. Prost. Und ich bin so fair, ich habe das Wort einmal gesagt, ich habe da hinten gehört, dass jemand gemurmelt hat, der hat es doch gesagt, ich habe es auch gesagt und ich bin fair, ich bin ein fairer Verlierer, ich habe es wohl nur einmal gesagt. Das schmeckt wie Hustensaft. Es ist wie Hustensaft. Ja. Ja. Aber Hustensaft ist ja auch gut für die Verdauung, wie wir alle wissen. Ach so, Hustensaft. Du hast ein Problem mit deiner Verdauung, oder? Extrem, ja. Kommt mir vor, als wärst du ein bisschen besessen. Ein bisschen fettladig von zu lange. Wenn du übersetzt, hat das einen Einfluss auf deinen Stil? Wenn du musst ja den Stil des anderen imitieren oder quasi transponieren und du machst das ein ganzes Buch lang, das heißt, du versetzt dich in einen anderen Autoren hinein und musst dann so denken und so schreiben wie dieser Mensch. Hat das einen Einfluss auf deinen Stil gehabt? Ich glaube total. Also erstmal hat es verhindert, dass ich überhaupt mit dem Schreiben angefangen habe, weil ich immer dachte, ich bin das so gewohnt, so zu schreiben wie Jane Gardam oder Nick Hornby oder Sophie Kinsella. Und ich weiß überhaupt nicht, wie meine eigene Autorenstimme klingen würde. Mhm. Und deswegen habe ich mich auch gar nicht erst dran getraut. Und dann hat mal diese kluge Katja Lange-Müller gesagt, die Geschichte sucht sich der Inhalt sucht sich die Flasche aus, in die er gefüllt werden möchte. Ah, wie schön. Sie meint, wenn man weiß, welche Geschichte man erzählen will, dann sucht die sich ihre Form. Und ich habe tatsächlich bei beiden Büchern, sowohl beim V als auch jetzt bei Laufen, keine Sekunde nach dem richtigen Sound gesucht. Der war für mich von Anfang an in beiden Fällen völlig klar. Und ich weiß, dass das anderen Autoren anders geht. Dass viele sagen, ich habe da eine Geschichte oder so eine Idee für eine Geschichte und dann suche ich mir die Figuren zusammen, die ich dafür brauche. Und am Ende gucke ich, wie das erzählt wird. Angelika Klussendorf hat das mal erzählt, dass sie, ich weiß nicht, wer das gelesen hat, der erste Band heißt Das Mädchen, der zweite heißt April und der dritte heißt auch irgendwie. Und sie hatte erzählt, sie hatte diese Figur im Kopf, dieses Mädchen. Mhm. Und dann hat die so nach und nach ganz langsam eine Geschichte bekommen und sie hat dann ganz lange nach dem richtigen Ton gesucht und hat irgendwie überlegt, soll das jetzt eine Ich-Erzählerin sein oder ein personaler Erzähler und schreibe ich das im Präsens oder im Imperfekt? Und dann hat sie es irgendwie geschrieben und dann fand sie alles kitschig und hat sie alle Adjektive gestrichen. Und bei mir war das genau umgekehrt und ich glaube fast, dass das vom Übersetzen kommt, dass ich, dass vielleicht für mich der Sound erstmal da sein muss. Mhm. Und der ist ja beim Übersetzen auch schon da. Ja. Nur halt in einer anderen Sprache. Ja. Wobei beim Übersetzen natürlich auch die Figuren und die... Ich darf es nicht wiederholen, aber... Hat niemand gemerkt? Nee, ihr müsst auch ein bisschen auf... Zack, Ich habe auch nichts gemerkt. Ihr müsst schon ein bisschen aufmerksam. Ja. Ihr müsst nicht mittrinken, aber ihr könnt uns zu Alkoholiker machen. Es ist eine Chance, die ihr habt im Leben. Oder euren Sitznachbarn. Man darf das auch weiterreichen. Man kann so, ja. Wir hatten mal einen Abend, wo die alle auf dieselbe Person gezeigt haben. Und die hat uns alle in den Tisch getrunken. Tabea. Stimmt, ne? Tabea, ja. Tabea. Unvergessen Tabea. Ist Tabea nicht da rein? Sei es am nächsten so, Tag gestorben. So, jetzt. Ja. Ich habe einen sehr morbiden Humor. Also, ich hoffe, es geht dir gut. So, die fixen 40. Wir müssen ja ein bisschen die prüfen, ob du auch die Qualitäten hast für den Bootcamp-Instructor. Und wir würden jetzt gerne, also es ist kaum zu glauben, aber Denkfähigkeit sollte man ein bisschen auch haben. Und wir haben jetzt, die Rubrik heißt die fixen 40. Wir haben 40 Fragen und du hast 4 Minuten Zeit, um sie zu beantworten. So. Um sie alle zu beantworten? Alle. Das heißt, ich sage nur ja oder nein.
Das wäre schwierig. Die sind natürlich so gestellt, dass man schon was anderes antworten müsste. So. Aber es gibt auch jemanden, der es schon geschafft hat. Ich glaube, Cornelius war es, Cornelius Hartz. Ja, und Alexander Rösler auch. Alexander Rösler auch. Wir haben ja schon zwei, die es geschafft haben. Also muss die Ehre der Frauen retten. Ja, mach das. Wie stoppe ich das jetzt? Muss ich wieder rechnen? Ja. Nee, du guckst jetzt auf die Zeit. Ja. Du spielst ein bisschen Gitarre und hast du? Ich habe. Ja, okay, das ist, um mich nervös zu machen. Ja. Dein Lieblingsbuch? Der V. Dein Lieblingsautor? Anselm Neft. Dein Lieblingsfilm? Der Name der Rose. Dein Lieblingssong? Irgendwas von Element of Crime. Ach, großartig. Was für Sport machst du? Laufen. Was wolltest du als Kind immer werden? Krankenschwester. Welchen Beruf haben sich deine Eltern für dich vorgestellt? Keinen. Dein Glücksbringer? Diese Kette hier. Dein Held? Mein Mann. Deine letzte gute Party? Bei uns zu Hause. Dein Lieblingsrestaurant in Hamburg? Das Nil. Wer vergibt zuerst, der Kopf oder das Gefühl? Wer vergibt? Zuerst. Wer vergibt zuerst? Der Kopf. Dein letzter Grund zu lachen? Außer jetzt, 30 heute. 30 Sekunden her. Okay. Wann hast du das letzte Mal geweint? Heute Nachmittag. Hast du Pflanzen auf dem Schreibtisch? Nein. Wofür in deinem Leben bist du am dankbarsten? Für mein Leben. Wenn du eine Sache auf der Welt verändern dürftest, was? Oh, Rechtsradikalismus. Was war die beste Entscheidung deines Lebens? Mit dem Schreiben anzufangen. Wenn du ein Lebensmittel wärest, welches wärest du? Wäre es? Schokolade. Wie oft schaust du täglich auf dein Handy? 1 Million Mal. Was wird dein nächstes Projekt? Lesereise. Welches war das schönste Kompliment, das dir mal jemand gemacht hat? Mir hat mal eine Freundin, als ich splitternackt war, gesagt, wie schön du bist. Und das ist noch nicht so lange her, ich war nicht mehr jung. Das war toll. Auf was könntest du in deinem Leben nicht verzichten? Auf meinen Mann. Was war früher dein liebstes Schulfach? Chemie. Wenn dein Leben verfilmt würde, welche Schauspielerin würde dich spielen? Die junge Kim Basinger. Wenn du dir ein Land aussuchen könntest, in welchem würdest du gerne leben? In Deutschland. Wofür würdest du mitten in der Nacht aufstehen? Wenn ich aufs Klo muss. Welche Entscheidung in deinem Leben würdest du im Nachhinein rückgängig machen wollen? Mit dem Tanzen aufzuhören. Dein größter Wunsch? Mit dem Tanzen wieder anfangen. Was würdest du tun, wenn du unendlich viel Geld hättest? Auch nichts anderes als jetzt. Was ist dein größter Fehler? Ich überlege manchmal zu lange. Wann hast du das letzte Mal eine Vorschrift oder Regel missachtet? Ich bin bestimmt heute über die Straße gegangen, obwohl ein Zebrastreifen in der Nähe war. Welche positive Charaktereigenschaft hättest du gern? Ist vorbei? Nee, die geht noch. Die geht noch. Welche positive Charaktereigenschaft? Oh, was sind das für Fragen? Ja, die sind ja ausgedacht. Wie weit von 40 sind wir entfernt? Das ist jetzt die 33. Uff. Aber es war trotzdem sehr schnell. War super. So. Ich fand mich auch nicht so schlecht. Nee. Ja, heute hätte ich alles auch. Auf jeden Fall. Wir hatten Stefan Beuse hier und ich glaube, Stefan ist nur bis 25 gekommen, oder noch nicht mal. Oder bis 15. Aber Stefan hat sich überlegen und sagt, ja, das kann man auch so oder so sehen. Das war wirklich großartig. Was habe ich gerade behauptet, was mein Lieblingsfilm wäre? Der Name der Rose. Aber der erste, der mir einfällt. Aber es ist doch, kann man, ja. Gibt es als Serie jetzt, habe ich gehört. Als Serie? Als Serie, ja. Dame der Rose ist ziemlich verrissen worden schon, aber gibt es als Serie. Ich weiß nicht wo. Ich weiß wo, aber ich darf den Namen nicht sagen. Dame der Rose. Genau. Ja. So, wir machen gleich weiter. Ja. Damit, wir haben 2 Minuten später angefangen, das heißt, wir haben noch 5 jetzt. Ach so, dann ist auch entspannt. Gut. Ja. Ist doof jetzt ohne. Aber ich finde das. In einer
also ich freue mich jetzt auf den nächsten Punkt, weil da muss ich nicht sprechen. Au! Auf der anderen Seite habe ich ein bisschen Angst davor. Okay. So. Und zwar geht es um Auffassungsgabe. Und da machen wir das so, pantomimisches Darstellen eines Titels der Weltliteratur. Und wir haben einen schönen Titel für dich. Wir haben gegenseitig für uns auch Titel, die wir nicht kennen. Und das Publikum darf raten, welchen Titel wir darstellen. Und wer es errät, darf einen Artischockenschnaps trinken. Oder auf jemanden zeigen, der einen Artischockenschnaps trinken muss. Ja, genau. Ja. Wir wollten das auch im Radio übertragen, aber die haben abgelehnt. So. Wer fängt an? Ich fange an. Du fängst an. Das ist das Einfachste, ne? So. Okay. So. Gut. Wir dürfen mitraten. Ja. Und du bitte so, dass man es sich sieht. Dass das Licht jetzt nicht immer so. Ach, das ist ja toll. Lustig. Aber du weißt, was es ist. Ich weiß, ja, ich rate jetzt nicht mehr. Also, ja, stimmt. Okay, nee, du darfst mitraten. Das ist ja fast so. Also für mich ja fast so einfach. Ja, oder? Ja. So, also, ja? Ich versuche mal, ob ich das hinkriege. Schauen wir mal. So. Können wir alle sehen? Noch ist. So. Hat jemand gerade gesagt, Don Camillo und Capone? Die machen. Ja! Oh, großartig! Romeo und Julia. Von hinten erkannt. Bist ja. Du verheiratet? Nein, also, so, jetzt. Möchtest du? Ich gebe gerne ab. Ja. Wer möchte denn? Anselm möchte bestimmt. Machen wir eine Pause. So, gut. Jetzt weißt du, wie es geht? Ja. Also nicht die gleichen Sachen nachmachen wie ich. Dann so. So, du darfst nicht gucken. Okay. So. Mhm. Auch ich darf ja raten. Ne? Ja. Und dann würde ich aber entscheiden, dass du ihn trinkst. Ich sag dir jetzt gleich. Das ist für das, was du mir hier eingebrockt hast. Mist! Ja. Wer war denn? Also, sie trinken. Machen wir auch eine Pause. Ist gemerkt. Ja? Okay. Wir treffen uns hier alle. Das kann man aber, glaube ich, von vielen jetzt. Ich muss ja meinen sagen. Ja, okay. Gut. Markus, kannst du mal Ton aus und einmal flüstern? Ja, ach so, ja, Ton aus. Okay, so. Kennst du das? Ne? Ja. Kenn ich. Hm? Okay. Don Quixote. Old Shatterhand. Dad's Mohican. Bernhard und Bianca, das war super. Oh, wie schön. Ja, hey, das ist ja, genau. So. Also, es war ja gar nicht. Ihr wart ja schon ganz gut mit dem. Also, dies Pocahontas. Hier und war schon ganz gut. Ja. Bam. Ja, hallo. Auch einmal in der Pause gerne. Machen wir in der Pause. Wir frühstücken in der Pause ab. So, genau. Ja. Jetzt? Gut. Jetzt bin ich erleichtert. Ja, und entspannt. Ja? Ja. Durchgeschwitzt bin ich auch. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Es ist warm in der Sauna. Ist euch auch so warm? Ja. Wir machen jetzt eine Pause erstmal. Wir lüften hier durch. Ihr geht raus. Nehmt bitte eure Gläser mit raus, weil ich, als ich reingegangen bin, sagte mir, Brina, bitte erinnere alle Gäste, dass ihr Gläser mit rein. Wir haben keine Gläser mehr. Das heißt, ihr könnt eure Gläser vorne wieder auffüllen lassen gegen ein Entgelt. Gebt vernünftiges Trinkgeld, dann bekommt ihr noch ein bisschen mehr in das Glas rein. Und wir treffen uns in circa 10 Minuten wieder hier, damit wir in 15 Minuten fertig sind. Also entspannt. Wir zwingen niemanden. Sonst, ja. Genau. Bis gleich. Wir lüften auch durch. Bis gleich. Ein Schnaps. Ja, so. Ein Schnaps. Jetzt. Sofort. Ja. So, wir machen weiter mit der zweiten Hälfte. Schön, dass ihr alle noch da seid. Vermisst jemand seinen Sitznachbarn? Nee. Das ist ja wie in der Schule. Ja, ich sage immer, das sind AfD-Wähler. Wenn in der Pause geht, sind AfD-Wähler. Sage ich immer. Ne? Also, man weiß es ja nicht im Nachhinein. Aber vielleicht werden wir das dann. So, gleich ist wieder mein Humor. Ich finde, wir können mal so einen Zwischenstand abfragen. Oh ja. Ja, wie das aussieht mit Isabels Job. Genau. Also, oder? Ja. Meint ihr... Vielleicht gucke ich lieber weg. Also, genau. Bootcamp Instructor ist eigentlich... Ein, Sonja fängt gut an. Ja, sehr schön. Ein, ich,
bring schnell den Satz zu Ende, um mich wieder vorne anfangen zu müssen. Ein Personal Trainer, der ein bisschen mehr schreit, oder? Das kann man im Grunde genommen so ausdrücken. Ja, hast du zum Wohl. Anselm. Egal, für welche Art. Möchtest du? Wer? Aber ins Bootcamp kommen ganz viele Leute und der Bootcamp Instructor, der Personal Trainer ist ja nur für dich zuständig. Richtig. Ach so. Ja. Ich glaube, da wird man gedrillt. Genau. Das ist genau richtig. Kriegen da Disziplin und Ordnung eingepeitscht. Ihr könnt jetzt einen Zwischenstand abgeben. Grün ist ja, Isabel ist die geborene Bootcamp-Instruktorin. Und nein, lieber schreiben. Könnt ihr mal gucken, schauen wir mal so. Eieieiei. Also, das ist gar nicht, darum geht es hier nicht. Darum geht es nicht. Frage, ob ich die wir Wahl sind das Jobcenter und wir bestimmen das. Ganz einfach so, ne? Und wenn sie es nicht annimmt, werden 10% gestrichen. Zack. Also so einfach ist das. Ne? Also ich glaube, du musst dich noch ein bisschen anstrengen. Ja. Du hast noch nicht Rest anstrengen, damit ich nicht am Ende Bootcamp-Instructor werden muss. Was auch immer du möchtest. Vielleicht möchtest du auch gar nicht mehr schreiben. Also ich bin im falschen Körper. Weiß auch kann sein. Ne? Du merkst doch, wie sich das alles zusammenfügt. Und vielleicht spürst du selber, wie das eigentlich in dir liegt. Prost! In mir ein Wunsch nach Leute anbrüllen und Peitsche schwingen weg. So. Toll, ja. Toll. So, läuft. Aber läuft. Ist auch gleich alle. Ja. So. Den Gag habe ich schon ungefähr 500.000 Mal gehört und ich rechne mit vielen mehr. Mit läuft bei dir, weil das neue Buch Laufen heißt. Ah! Was für ein schöner Brückenschlag. Ja. Aber du bist jetzt. Bin ich wieder warm getrunken oder was wolltest du fragen? Wollte ich gerade fragen. Noch einen dritten brauchst du. Sag das Zauberwort. Schmeckt doch einfach zu gut. Fängt auch schon zu leiden an hier. Ich lese einfach ab. Das ist eine gute. Wobei das auch türkisch sein kann. Spricht der Mann aus Erfahrung. Ja. Aber die habe ich ja alle gegengelesen hier. Ja. Macht es nicht besser. Improvisationstalent. Und zwar passiert Folgendes. Du hast ja eine Leseliste auf deiner Website veröffentlicht. Großartig, da stehen alle Bücher, die Isabel in ihrem ganzen Leben jemals gelesen hat. Nein. In den letzten wie vielen Jahren? Es stehen die drauf, über die ich gebloggt habe. Aha. Und ein paar, über die ich noch bloggen wollte und das dann aber doch nicht gemacht habe. Und im Moment liegt das Blog sowieso total brach. Das glaube ich bei dem Programm. Kommst du nicht mehr dazu? Es ist auch viel zu Facebook rübergeschwappt. Also da ballert man eher mal so eine Kleinigkeit raus und für einen Blogartikel würde ich mir dann mehr Zeit nehmen und die nehme ich mir halt nicht. Ja. So. Genau, wir haben nämlich die Rubrik Improvisationstalent. Da haben wir Romananfänge. Du liest doch auch mit. Wir machen das im Wechsel. Ja. Guck mal. Dann nimm doch mal die. Mal gucken, was passiert. Soll die Anfänge vervollständigen. Also, genau, es ist so. Ich muss nur gucken, was du jetzt draufgeschrieben hast und was ich gleich vorlese. Also ich hab hier drei drauf, du hast nur zwei. Wir können uns abwechseln. Ja, dann fängst du an. Mhm. Gut. Also, das ist Mathe, ne? Die Herausforderung ist, wir lesen den Satzanfang eines Romans, ein Roman, der dir auch bekannt sein müsste. Wenn du diesen Roman erkennst oder auch jemand aus dem Publikum, dann musst du ihn nicht vervollständigen. Du darfst ihn natürlich vervollständigen und zwar so, wie du ihn vervollständigen würdest. Und dann können wir am Ende vielleicht mit den Rot-Grün-Karten einmal gucken, wer es besser gemacht hat. Ja. Schauen wir mal, was passiert. Also. Du fängst an. Ja. Tante Anna starb mit 16 an einer Lungenentzündung, die aufgrund... Das ist schwierig, weil glaube jetzt überlegst du, welcher Roman das ist. Der Mangel an medizinischen Versorgung nicht rechtzeitig erkannt worden war. Ja, fachmännisch. Ich habe keine Ahnung, welcher Roman das ist. Kennt es jemand? Katharina Hagener, Der Geschmack von Apfelkernen. Oh wow, das ist lange her. Ja, ich habe es ehrlich gesagt auch gelesen, ich hätte es auch nicht erkannt. Auch der ja. Aber Tante Anna hätte auch so ein Schlüsselwort sein können. Das Tante schlechteste Anna. Gedächtnis der Welt. Ah. Aber vielleicht erinnert. Braucht man auch nicht als Bootcamp-Instructor. Genau, brauchst du gar nicht. Braucht man nur ein bisschen Bosheit. Genau, Bosheit und eine laute Stimme. Das ist eigentlich das Einzige. Ich glaube, daran könntest du dich erinnern. Aber guck.
Aha. Ich freue mich ja so ein bisschen. Das habe ich absichtlich eingebaut, weil ich durstig bin. So. Aber ich habe zu wenig. Oh, ich habe zu wenig. Macht nichts. Armin, ja, macht nichts. Mach mal leer. Ich trinke aus der Flasche. Das ist und im Grunde genommen viel sinnvoller. So, Prost. Prost. Als er in seinem schwarzen Mercedes-Benz um die Ecke summt, übersieht er das Kind, das gerade die Straße überquert. Punkt. Das ist mein Humor. Das ist so schön. Fast. Kneift sie die Augen zusammen und umarmt den sonnenwarmen Stamm. Sie? Als er in dem schwarzen Mercedes? Kneift sie die Augen zusammen und umarmt den sonnenwarmen... Katrin Settig, runterkommen. Ach was. Ja. Das ist ja ein Ding. Ja. Hätte ich jetzt auch nicht mehr gewusst. Oh, das ist aber auch schon lange her. Runterkommen war ihr erster Roman. Ja. Wie, Katrin war auch schon hier. Deswegen habe ich gedacht, du kennst sie ja auch. Also ja, natürlich. Ja, gut. So. Ja. Ja. Noch bevor Ebling zu Hause war. Ich finde, beim nächsten Mal machen wir nur ein Wort. Noch. Hatte er sein Eis schon aufgegessen. Ach, schön. Das ist besser wahrscheinlich. Ja, ja. Ich möchte ja nicht beeinflussen, aber im Original lautet es, noch bevor Ebling zu Hause war, läutete sein Mobiltelefon. Daniel Kehlmann. Ach, Daniel Kehlmann, Ruhm. Ja. Ja. Hätte man an Ebling erkennen können, aber es war auch wenn so, man sich den Namen merkt von Büchern von vor so vielen Jahren. Ich habe das auch gelesen und musste aber jetzt bei diesem ersten Satz, bei Ebling habe ich auch irgendwie 5-mal nachgelesen, ob das wirklich Ebling heißen soll. Das ist auch ein eigenartiger Name. Ja. Für, als Nachname ist das okay. Das ist irgend so eine, Identitäts... Wenn man Ebling heißt? Als Vorname finde ich es komisch. Das ist Ebling Müller. Ich meine, das ist ein komischer... Aber als Nachname ist es okay. Engerling. Kennt sogar jemand, der so heißt. Ja, also... Ja. Ja, und Micha Ebeling aus Berlin, der auch noch, guck mal, Poetry Slammer und großer Autor. Ja, da sagst du was. Ja, also bitteschön. Ne? Okay. Schöner Name auf jeden Fall. Schöner Name, genau. Schöner Name, so. Ja, ich muss dazu sagen, bevor ich das hier vorlese, Sonja macht das immer, weil ich habe ja keinen Plan. Was ist dein Problem damit? Mein Problem ist auch schon wieder, es ist zu kurz. Also pass auf. Ich wollte gerade sagen, ist das verbotene Wort drin? Aber pass auf. Ich möchte bitte meinen... Mobiltelefon zurückhaben. Das ist fast richtig. Ich möchte bitte mein Abonnement kündigen. Ah, das ist gut gegen Nordwind. Ja! Ja! Ja. Super, genau. Du darfst einen Schnaps. Genau. Einen Schnaps darf man auch, wenn man es erkennt. Ja. Ich will keinen Schnaps. Wir haben keine Ahnung, welches Buch das ist. Also, genau. Ich trinke noch einen Schluck von diesem Kappel. Daniel Glantauer gut gegen Nordwind. Ja. Da hast du erkannt. Das. Ja, ist schön. Super. Aber es ist auch ein schöner Start für einen Roman. Ne? Ich möchte bitte mal mein Abonnement kündigen. So Sätze, die man im Alltag eigentlich laufend sagt. Ah, verdammt. Wer war das? Warum passt ihr so gut auf? Ich liebe euch dafür, wenn ihr aufpasst. Ich finde das großartig. Schnaps, ich sehe gar nichts. Möchtest du auch einen? Sehr gerne. Ja, sehr gerne. Ja. So. Endlich, ganzen Abend drauf gewartet. So, wir geben den durch. Ja. Hoffen, er kommt an. Na. So, ich würde das einmal bitte weitergeben. So. So. Und wer ansteckende Krankheiten hat, darf reinfassen. Nee, also so. Muss ja irgendwas machen. Ja. Ja. Ich glaube, dieses Buch stand nicht auf der Liste. Oh. Aber ich wollte es trotzdem gerne drin haben. Ja. So. Ein grauer, gedrungener Bau. Schwierig, ne? Mach doch nächstes Mal nur einen. Liegt in der nebligen Landschaft wie ein... grauer, gedrungener Bau. Schön. Aber du machst das gut. Ja. Ja. In einer ebeligen. Ein grauer, gedrungener Bau, nur 34 Stockwerke hoch. Hm. Wer erkennt es? Ja. Na, also wirklich. Na? Na? Schöne neue Welt. Habe ich auch nicht gelesen. Ich auch nicht. Ja. Ich dachte, das kennt hier irgendjemand aus dem belesenen Publikum. So. Banausen hier. Ja, Banausen. Warum wolltest du den drin haben? Du dachte, das wär ein guter Kontrast zu dem, ganzen anderen. So. Genau, grau ist ein guter Kontrast, da hast du recht. Das ist auch total super, wenn man einfach mal was in grau macht. Zu dem ganzen Tralala hier mit Vögelchen und Blümchen. Ich glaube, den wollte ich
schon seit 3 Shows gerne drin haben, aber ich verstehe jetzt gerade auch nicht so richtig, warum. Ja. So. Irgendwie drängt der Satz oder der Anfang, ein grauer, gedrungener Bau, sich auch nicht so richtig zum Vervollständigen nee, auf. Nee, das stimmt, aber es drängt sich aber ein. Durch das Gedrungene vielleicht? Ich mag es, wenn Anselm da ist. Dann weiß man immer, dass es ein besonderer Witz war. Anselm sagt, ja, nein. Ja. Ich finde auch, dieses Lachen erinnert ein bisschen, wie bei, ich weiß nicht, wer Haus des Geldes guckt oder geguckt hat. Da ist auch eine Person dabei. Wenn die lacht, dann ist das so ein bisschen wie Anselm. Ja. Anselm synchronisiert das, ja. Glaube ich. Ja, ja. Ach so, ja. 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 So. Ja. Ja, aber das war doch, gut, das war schwierig heute. Ja. Du suchst das immer aus. Also ja. Ich muss dazu sagen, ich lese gar nicht. Ich habe keinen Bock zu lesen, es ist mir zu anstrengend. Aber ich hatte ja Vorgaben durch die Leseliste von Isabel. Wenn du auch nur Bücher liest, die irgendwie kurze Satzanfänge haben, ist natürlich auch schwierig mit dem Improvisationstalent, das jetzt hier abzuprüfen. Ja, lange Sätze sind mir zu kompliziert. Ja. Kannst du, weißt du deinen ersten Satz auswendig von dem V? Natürlich. Oder? Aha, den würden wir ja gerne mal hören, oder? Der erste Satz im V ist, einer der Pfauen war verrückt geworden. Ah. Gut. Und, das, und mal, Laufen ist der erste Satz, ich kann nicht mehr. Den nehmen wir. Vielleicht nicht nächstes Mal gleich. Ja. Aber ja. Und einer der machen wir. Einer der und ich. Das sind die nächsten Romane, so einer der. Ist alles offen. Ja. Ja. Beim nächsten Mal ist. Sven Amtsberg. Sven Amtsberg, das ist eine harte Probe. Dem geben wir ich. Also für die Leute, die jetzt schon. Dem Bock wird haben, was einfallen, da mache ich mir keine Sorgen. Am 12. September ist Anselm. Nee, Anselm nicht. Sven Amtsberg. Sven Amtsberg. Ist ja ähnlich. Ist auch einfach zu viel Artischocke jetzt. Ja. Da kriegt man auch die Namen durcheinander. Sven, ne? Sven Artischocke. Ja. Sven Artischocke ist das. Sven Artischocke. So, jetzt? Ja, genau. Genau. Ja. Jetzt. Ja. Ja. Ja, wo wir jetzt schon über deine Bücher gesprochen haben, jetzt, da freue ich mich schon den ganzen Abend drauf. Das müssen wir jetzt gleich mal hinterher schieben. Und zwar Intuition. Oh. Heißt die Rubrik. Wir haben Schätzfragen. Da kannst du auch ein bisschen Musik machen. Mach ich auch ein bisschen Musik, ja. Ja, und zwar haben wir Schätzfragen, wo du schätzen musst, wie die Zahl lautet. Und zum ersten Mal haben wir es geschafft, diese Schätzfragen auf deine Thematiken zuzuschneidern. Finde ich ganz toll, oder? Ja. So, schauen wir mal. Ja. Los? Okay. Ja, los. Also, beim V bilden die schillernden Oberschwanzdeckfedern die lange Schleppe. Wie viele dieser Federn sind es insgesamt? 120. So, jetzt dürft ihr die Karten zücken. Grün, da sagt ihr, es ist mehr als 120. 120? Ja. 120. Rot, es ist weniger als 120. Ein bisschen mehr. Deutlich mehr rot. Rot. Deutlich mehr rot. Deutlich, ja. Also ja. Weniger als 120? Weniger. Es sind aber 150. Gut. Wow. Ja. Nicht so schlecht. Gut, nee, war, ja, es, also da streiten sich die Quellen auch. Es sind 100 bis 150. Also eigentlich. Also da bin ich ja wohl. Ich hab's nicht aufgeschrieben. Zack. Zack, zack. Du liegst ziemlich genau in der Mitte. Ja. Aha, ich nehme hier vor. Das war nur ein halbes. Na, ja. Eigen darf man sagen. Eigen. Eigen. Eigen darf man sagen. Mhm. War meine eigene Antwort. Isabel macht es am besten. Wir müssen sie mehr reden lassen. Geheime Pläne werden hier geschmiedet. Ich bin halt auch eher so ein wortkarger Typ. Sehr schön. So, jetzt? So, geht weiter. Das neue Buch heißt ja Laufen. Deswegen jetzt die Frage. Würde die Freiheitsstatue Schuhe tragen? Welche Schuhgröße hätte sie? Mehr oder weniger? Mehr oder weniger. Mehr ist grün. Mehr ist grün, genau. Rot ist weniger. Ja. Es gibt auch ein paar rote. Ja, aber sehr, sehr, doch, sehr, gibt sehr es grün. Auch. Ist schon. Möchte jemand noch mal so eine Zahl in den Raum werfen? 500. Also, 1143. Wow. Ja. Da warst du mit 90 ja, dicht ja dran. So. Also Schuhe ist nicht so dein Thema? Oder Größenverhältnisse? Ja, meine
zu meinen Füßen könnte ich eine lange und sehr langweilige und für mich unerfreuliche Geschichte erzählen. Insofern bin ich froh, wenn ich überhaupt irgendwelche Schuhe finde, in denen mir nicht die Füße wehtun. Oha. Also ja, Schuhe sind nicht so richtig mein Thema, weil sie zu sehr mein Thema sind. Aber diese Schuhe hier, oh, die sind schön. Ja. Sind meine Lieblingsschuhe. Okay, verstehe. Mhm. Die sind rot und die haben da so eine Schleife. Und die finde ich ganz toll. Und die sind wahnsinnig bequem, weil sie vorne so breit sind. Und ich bin ein großer Fan dieser Schuhe. Ja, die sind mir auch gleich am Anfang schon aufgefallen. Sehr schön. Rot, ja, rote Schuhe sowieso. Ja, rotes. Ne? So. So, jetzt. Wie viel Zeit brauchte der Rekordhalter im Rückwärtslaufen für eine Marathonstrecke, die er komplett rückwärts gelaufen hat? Also vorwärts braucht man 4 Stunden, glaube ich, ne? Nee, mehr. Also für 4 Stunden ist man schon, dann ist man schon sehr schnell. Nicht vorsagen, nicht reinsagen, nicht reinsagen, wir lassen. Doch, also ich brauche für 10 Kilometer 1 Stunde, dann braucht man für einen Marathon, wenn man sehr schnell ist, 4 Stunden. Ja, man kann das ja nicht einfach hochrechnen, man muss ja dann auch langsamer laufen. Also rückwärts braucht der 9 Stunden. Ihr könnt es, ja. Mehr das oder weniger. Das ist 9 euer Bootcamp-Instructor. Ja. Ich jetzt genau. Rot ist, naja, das wird wohl weniger als 9 Stunden sein. Grün ist mehr als 9 Stunden. Was weniger, ne? Grün ist aber auch so ein bisschen, wir hätten dich gerne als Bootcamp-Instructor, wenn wir 9 Stunden brauchen. Wahrscheinlich sind es 6. Für, ja. Okay, also die meisten sagen weniger. Weniger. Es sind 3:43. What? Ja. Wenn du den Marathon normal läufst, die beste Zeit liegt unter 2 Stunden. Ich glaube 1:46 oder sowas ist die Zeit, die Topzeit für den Marathon. Ja. Oder? Unter 2 Stunden. Nein, unter. Unter 2 Stunden. Bist du sicher? Also ich hab's damals in 1. Nein, okay. Mit dem Fahrrad, oder? Ich bin ja depressiv, ich denke mir das immer alles. Also. Zieh! Ja. Aber gerade noch mal, würde ich noch mal reingrätschen mit einer Frage zu dir. Du meinst auch, du läufst auch als Sport, aber Marathon läufst du nicht? Nee. Du gehst. Nee. Ich bin. Du joggst. Ja. Ich bin so eine ganz ehrgeizlose Läuferin, wie meine Protagonistin im nächsten Buch auch. Ah. Also ich laufe so 6-7 Kilometer in einer Dreiviertelstunde und dann ist gut. Und ich habe auch nicht den Ehrgeiz, da irgendwie mehr draus zu machen oder mein Tempo zu steigern oder irgendwas. Und machst du das aus sportlichen, also Fitnessgründen, oder machst du das auch aus meditativen Gründen? Beides. Mhm. Ich habe das dummerweise dieses Jahr noch gar nicht gemacht, weil ich, das gehört zu den langweiligen Geschichten über meine Füße, in diesem Winter 2 Ermüdungsbrüche im Mittelfußknochen hatte und mich seitdem noch nicht wieder getraut habe. Aber ja, tatsächlich, ich mache das aus Fitnessgründen und weil ich mich gut fühle nach dem Laufen. Aber ich finde das auch sehr meditativ. Also diese Wiederholung der immer selben Bewegung, dieses Konzentriertsein auf den eigenen Körper, auf dieses, kann ich noch, bin ich zu schnell, wie geht's mir, habe ich meinen Atem unter Kontrolle, tut mir was weh. Da konzentriert man sich so auf sich. Ich höre auch nichts beim Laufen zum Beispiel. Also viele hören ja dann Hörbücher oder Musik oder so. Das will ich alles gar nicht haben. Auch weil ich das Gefühl habe, ich nehme dann meine Umgebung nicht mehr wahr. Und wenn ich sowieso schon so bei mir bin, dann muss ich wenigstens hören, ob von hinten ein großer Hund angelaufen kommt zum Beispiel. Weil das kann einen echt erschrecken, wenn da plötzlich einer an einem vorbeizieht. Oder ja, einfach das Gefühl haben, man kriegt mit, was um einen rum passiert. Ja. Und dein Buch Laufen, ist das entstanden durch dein eigenes Laufen? Dass du irgendwann gedacht hast, da würde ich gerne was drüber machen? Ja, das Laufenbuch ist tatsächlich auch aus diesem Laufrhythmus raus entstanden, weil ich diesen laufenden Denkrhythmus aufgeschrieben habe. Und es gab da zuerst eine Kurzgeschichte, in der man auch, also es ist alles ein innerer Monolog beim Laufen und der ganze Text läuft sehr, der ist schnell, der hat viele Kommas und wenig Punkte und ist sehr rhythmisch. Und in dieser Kurzgeschichte ist der Lebensgefährte dieser Frau weg und sie weiß nicht so genau warum und er wahrscheinlich auch nicht und das ist einfach
die Liebe zu Ende. Und als ich dann beschlossen habe, einen Roman draus zu machen, da fand ich, war mir das zu wenig, so eine Trennungsgeschichte. Und da habe ich dann beschlossen, der nochmal so richtig einen mitzugeben. Okay, oha, ach, spannend. Ab wann kann man das lesen? Wir haben es ja bis leider... Erscheint am 12. September. Also wenn knapp, wenn Amtsberg bei uns ist, erscheint das Buch. Also ihr wisst, an dem Tag hier sein, nee, erst das Buch kaufen, und dann hierher kommen. Dann herkommen. Ja, ist auch schön. Sich doch, ja. So, passend dazu die nächste Frage. Wie lange brauchte der Rekordhalter für 5000 Kilometer? Er lief jeweils von 6 Uhr früh bis Mitternacht. Also wenn du jetzt mit 9 Stunden rechnest. Man muss eher ein Mathe-Genie sein als ein Bootcamp-Instruktor, oder? Aber oder man braucht einen Taschenrechner. Von 6 Uhr früh bis Mitternacht sind 18 Stunden. Ja, stimmt. Mathe, das war schon mal gut. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe 24 minus 6 gerechnet. Ich bin so ein Fuchs, oder? Das sind die Bootcamp-Instruktoren. Wahrscheinlich hätte ich Mathe-Lehrerin werden sollen. Oh, gut. Spitzenidee. Verbeamtet. So. Pi mal Daumen. Hättest du uns halt. Was habe ich gesagt? 18 Stunden. Ja. In 18 Stunden kann man... Ich liebe dein Wissen. Wie lange würdest du brauchen mit deinem Tempo? Versuch doch mal darüber. Also wenn du jetzt das, ich könnte in meinem Tempo nicht 18 Stunden laufen. Aber wenn du das jetzt hochrechnest, wie viel... Also, es ist echt sehr mathematisch, diese Frage. Also was haben wir gesagt? Wer ein Profi ist, läuft 10 also Kilometer in einer halben Stunde. 5000 Kilometer. Wie lange braucht der momentane Rekordhalter für diese Strecke, wenn er von 6 Uhr früh bis Mitternacht also jeweils läuft? Also sagen wir läuft? Mal, der läuft so schnell wie ich. Dann läuft er 180 Kilometer am Tag. Richtig? Dann braucht er, sagen wir, um es besser rechnen zu können, 200 Kilometer am Tag. Auf 5000, kann das mal jemand rechnen, der braucht 5 Tage für 1000 Kilometer, 25 Tage für 5000 Kilometer, 30 Tage. 30 Tage? Okay. Ja. Oh. Mehr oder weniger? Mehr oder weniger. Seid ihr noch wach? Mehr oder weniger? Mehr. Mehr ist grün, weniger ist rot. Mehr ist grün und rot. Ah, aber doch, die meisten sagen mehr. Ja, so. Es sind 41 Tage und 8 Stunden. Und jetzt, aber auch interessant, deswegen auch meine Frage gerade mit dem, ob das was Meditatives für dich hat. Der Rekordhalter ist Wolfgang Schwerk, ein Deutscher, der von einem esoterischen Guru den spirituellen Zweitnamen erhalten hat, Matubran, süße Seele. Also es heißt für den, anscheinend ist das auch was Meditatives für ihn. Das, also muss es wahrscheinlich auch, dass er das durchhält. Also ich würde jetzt mal sagen, der muss einfach auch einen an der Waffel haben. Ja, das war nicht, ehrlich gesagt. Oder so. Ja, genau. 5000 Kilometer, warum? Ne? Also vor allem langweilig auch. Ja, Lauf ist ja. 41 Tage. Ja. 18 Stunden am Tag? Und dann 6 Stunden schlafen und. Der kriegt auch Hartz IV. Also anders kann er sich gar nicht ernähren. Also, essen im Laufen oder mal aufs Klo gehen, mal duschen oder so und dann plötzlich. Also ich finde, Toilettengänge werden ohnehin überbewertet. Der schwitzt das alles aus. Also es sei denn, man trinkt diesen Schnaps, dann hat man mehr Toilettengänge. Jetzt bringen wir ein bisschen Schwung rein. Ja. Letzte Frage. Wie viele, also letzte, ja, oh. So? Ja, mach mal. Ja, mach mal. Ja. Ja, ja. Wie viele Frauen, also, hat nichts mit deinen Büchern zu tun? Nicht. Wie viele Frauen kommen in dem Song Mambo Number 5 vor? Oh. Ist das mit A Little Bit of Erica? Ah. Ja, ne? Pff, 24. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica. Wie viel meinst du? 24. Das habe ich jetzt einfach nur so in den Raum geschmissen. Okay. Mehr oder weniger? 24 Frauen. Weniger und mehr. Rot, weniger. Weniger. Oha. Ah, viele sind der Meinung, es sind weniger. Ja. Und? Sind 9. 2 kommen doppelt vor. 2 kommen doppelt? Aber vielleicht waren 2 doppelt, woher weiß man das? Ja, wenn man den Text sich durchliest. Aber das können doch Menschen denselben Vornamen haben.
Ja, ne? Ja. Nein. Es kann nur eine Sonja geben. Ja, bitte. Ja, ja. Okay, gut. Okay. Klar. Dann in dem Fall ziehe ich mich zurück. So, okay. Ja, ja. So. Ja, so. Krass. Ja. Auch wieder. Falsch. Jetzt, ja. Ja. Aber es war. Waren also, die schon verbraucht? Fand es jetzt besser als schreiben. So, vom, oder? Wie hast du dich gefühlt? Macht mehr Spaß als Schreiben? Mir ist das Scheitern deutlich egaler. Das gute Antwort. Sag noch mal das Zauberwort, dann wird es noch egaler. Das ist so schön. Och. Muss nicht sein. Muss gar nicht. Wird schon noch passieren. Ja, es wird einiges noch passieren hier heute Abend. Ich fürchte das, ja. Also, solange die Schule noch nicht vorbei ist. Ja, ja. Wenn ich aufrecht stehen kann. Also wichtig ist ja als Bootcamp-Instructor, dass man gut verstanden wird von der Gruppe, die man dort an... Brüllt. Ja. Das hast du gesagt. Ja, natürlich. Artikulation. Man kennt das von Schauspielstudenten, die das, glaube ich, auch machen. Korkenspiel. So, ich weiß nicht, wer das schon erlebt hat hier. Ja. Unsere Lieblingsrubrik. Es ist nicht unsere Lieblingsrubrik, aber das Publikum liebt es. Ich glaube, es ist meine, jetzt schon. Ja. Und normalerweise steht vorne eine große Vase, also bis oben hin gefüllt mit Korken, mit großen und kleinen. Mhm. Also vor allem mit schmalen und dünnen und kleinen. Und Ja, was? Ja, ich schenke dir. Sehr schön. Machst du das wieder eben? Ja. Ah, du bist großartig. Oh. Gibst du das Glas nochmal nach vorne? Auf jeden Fall, heute gab es nur diese Sorte. Das wird eine Herausforderung. Ja. So. Also für die Leute, die jetzt gar keine Ahnung haben. Sekt ist mein Lieblingsgetränk. So. Wir nehmen diese Korken in den Mund und versuchen dabei noch klar artikuliert zu reden. So, ich mach schon mal, ich bin blind, ich sehe dich gar nicht. Die beiden hier Korken in den Mund nehmen, heißt nicht einfach auf die Zunge legen, das heißt folgendes. Hochkant? Hochkant. Naja, natürlich. Alter. Ja. Scheiße. Wir spielen jetzt, ich packe meinen Koffer. Es tut wirklich weh. Es tut weh, aber das Schöne ist, es entspannt ungemein danach. Und das Schöne ist... Weißt du, was noch viel schöner ist? Mir wurde letzte Woche ein Zahn gezogen. Das könnt ihr jetzt dann alle sehen. Der letzte da hinten. Ja, Ich glaube, ich bin damit offiziell alt. Ja. Vielleicht haben wir Zahnärzte im Publikum, die können dann gleich einmal gucken, ob alles fachmännisch geregelt ist. Das Beste war eigentlich, dass ich 2 Stunden später ein Interview hatte. Ah. Und zwar einigermaßen wichtig mit der Zeit. Ein Mund voll Blut, den Kopf noch voll Betäubungsmittel. Sehr schön. Wir wollten eigentlich an der Alster spazieren gehen für dieses Interview. Ah. Ja. Oh, wunderbar. So. Aber dann haben wir uns auf eine Bank gesetzt. Mit Korken merkt man auch nicht mehr, wenn wir undeutlich sprechen. Das ist sowieso. Das ist sowieso egal. Ja. Ich stelle dir zum Warmhalten. Gut. Also, wir spielen Ich packe meinen Koffer mit Buchtiteln. Wir nehmen natürlich nur Bücher mit. Mhm. Ja. Natürlich. Also, natürlich. Ja. Also Autoren hier. Du liest ja auch so viel. Ich schreibe viel, aber ich lese nichts. Aber so weiter so. So. Also. Ja. Ich sage, ich packe meinen Koffer, du fragst, nimmst du Bücher mit? Und ich sage ja und nenne den Buchtitel. Du musst den wiederholen und deinen, also musst deinen, ne? Ich muss sagen, du musst den wiederholen und musst dann auch deinen nennen. Ja, ja. Also du kennst das Spiel kennst ja auch. Kennst du, ja. Bekannt, oder? Ja, so. Wir können mal gucken, ob ihr die Titel hört. Erratet. Echt groß. Sehr groß. Auf jeden Fall, ich packe meinen Koffer. Aha. Ja. Welche? Von Weißen. 100 Jahre Einsamkeit. Ich packe mal einen Koffer. Aha. Willst du Bücher mit? Ja. Ich habe 100 Jahre Einsamkeit. Und Rigolol. Ich traue dich, sprich eher undeutlich. Das ist auch heute erst erschienen. Von Karin Köhler. Wie groß ist das? Ich habe nicht verstanden. Nee, egal. Ich weiß nicht, ob ich auch so sage. Die ist nächstes Jahr bei uns zu Gast, die Autorin. Aber es hilft dir jetzt nicht. Nee. Nee. Das tut weh, das ist echt zu groß. Ich packe meinen Koffer.
Es ist so ein Satz, dass du deine Schwerstoß ist. Was? Es ist so ein Satz, dass du deine Schwerstoß ist. Ja. Danke. Ja, bitte. Ich komme. Ja, okay. Ich packe meinen Koffer. Ach, mein. Ich habe ein Maul. Fang an zu sabbern. Hey, wie ist Vogel hier? Na, pass auf. Hör her, Einstein. Wie gut soll, es ist so eine Entsatze, dass das Pferd tot ist. Ja? Dass das Pferd tot ist. Ja? Und? Die rote Zora und ihre. Moment, ach, meine Güte. Aha. Die große Zora und ihre Hunde. Ich packe meinen Koffer. Okay. Okay. Ja, natürlich. Okay. Und ich fahre. Hunde, Herren, Einsamkeit. Kann ich. Vigo, Leute. Es ist so einsam, und das ist eine Pferde. Du, das finde ich auch nicht. Die große Zora und ihre Hunde. Gut. Oh. Und der Hund wäre ja, der auf dem Fenster fliegt und so. Hallo, was? Oh, ich packe meinen Koffer. Das ist sicher nicht. Nein! Da kann man auch nicht lesen. Schnell jetzt hier. Du kannst mich an nichts erinnern. Ich hab zu viel Staubsauger. Also jetzt reicht auch hier. Ja, ich weiß nicht. Dankeschön. So. Das schmeckt auch so staubig, ja, oder? Ja. Ich war der Einzige, der die ganze Zeit dieses Ding, ihr habt pausiert. Ja, du hast wahrscheinlich auch die größte Klappe von uns. Ja. So was gibt's Applaus, da kriege ich einen Schnaps drauf. Das ist ja unglaublich. So. Ach, guck mal, ich habe da ja auch noch einen stehen. Es ist mein Lieblingsbuchtitel. Es ist so einsam im Sattel, seit das Pferd tot ist. Du kennst das Buch auch gar nicht. Ich kenne nur den Titel. Nur diesen Titel so großartig. Das ist so, es reicht mir, diesen Titel zu lesen. Das finde ich auch. Ich habe vergessen, von wem es ist. Ja, ich auch. Ich habe aber auch so einen Lieblingstitel, den ich nicht gelesen habe. Nämlich, hatten wir nicht mal Sex in den 80ern? Super Titel, aber ich habe das Buch auch nicht gelesen. Nein, von Timo Blunk. Ah, doch. Zieht sich mein Leben. Das ist auch, ja. Ja. So, wir sind. Sprechen wird schwieriger. Ja. Insofern könnten wir jetzt zu unter Druck arbeiten. Mhm. Ist auch sehr wichtig. Eieiei. Denke ich, oder? Ja. Bootcamp Instructor. Mhm. Ja, kommen wir zu diesem hier. Genau. Ah, okay. Ja. Sollen ja den das, Plan. Mhm. Ja. Die Karten. Wir haben, du musst das erklären. Ich muss es erklären. Ich bin jetzt fortgeschritten in meinem Alter. Ich habe Zettel laminiert. Fortgeschrittenes Spießertum, oder? Genau, ja, ich bin auch. Ich bin auch so ein Spießer. Das ist total krass. Ich hab noch Geschirrhandtücher. Was ja ekelhaft. Ja. So. Zeig immer auf alle mit Fingern, die so diese, wie heißen diese. Zeberwischern weg, finde ich mal ganz furchtbar. Das ist so. Ja, das finde ich auch wirklich. So, jetzt, und es ist so, dass wir unter Druck arbeiten. Und unter Druck arbeiten bedeutet, etwas zu tun, von dem man jetzt nicht erwartet, dass es kommt. Du darfst singen. Nee. Ja. Und wir haben aber gesagt, also es gibt drei Lieder zur Auswahl. Und du kannst dir eins aussuchen. Und zwar. Das habt ihr gelesen, ne?
dass du singen kannst. Ja, dass, ja. Du mein, ja. Dass ich im Interview gesagt habe, ich schäme mich ungefähr für gar nichts, aber was ich im Leben nicht tue, ist öffentlich singen. Ah. Oh, ich habe so genau recherchiert, das ist mir leider irgendwie entgangen. Ich wollte euch gerade böse Bosheit unterstellen. Nein, nein, nein. Wenn dann immer nur Sonja, ich bin da nicht. Darf ich, darf ich Menschen zum Mitsingen zwingen? Darfst du auf jeden Fall. Ich werde werd dich auch begleiten. Gut. Du hast aus drei Titeln eine Auswahl. Du kannst wählen entweder Talking About a Revolution von Tracy Chapman. Mhm. Weil? Das muss weil, ist auch so, weil im Refrain singt sie ja auch You better run, 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 run. Ah, ja, okay. Ne, ja. So. Dann haben wir, das ist zum Weglaufen, warte mal, zum Weglaufen, die, die anderen müssen, bevor du zugreifst, Britney Spears, Hit Me Baby One More Time. Mhm. Auch sehr schön. Und das andere, weil man davor weglaufen würde, ja. Und das andere ist a Horse With No Name von America. I've been through the desert on a horse with a name. Ja. So, jetzt kannst du dir aussuchen, was ist was am liebsten. Ich kann wahrscheinlich von allen nur die Refrains. Ja, okay. Und die Strophen. Ja, die Decks haben wir hier, also ist relativ entspannt. Kann ich kurz mal reingucken? Nein, kannst du nicht. Es gibt einen besonderen Effekt noch, weil es ist auf alles auf Kürze. Du musst erst. Nein. Also, muss erst entscheiden. Vielleicht kann sie mit dem Refrain einsteigen. Ich glaube, Tracy Chapman. Tracy Chapman, okay, das ist super, das habe ich gar nicht vorbereitet. Doch, ich habe es vorbereitet. Das freut mich. Ja, ich habe es vorbereitet. Ich auch nicht. Das ist schön, das ist auch so ein Lied, das hat nur vier Akkorde. Und wir haben aber, um es dir einfacher zu machen, haben wir den Text auf Deutsch übersetzt. Ah, ja. Darf ich das mit Korken singen? Ich glaube, dass Tracy Chapman es auch mit Korken gesungen hat. Von daher ist das sehr authentisch. Du müsstest es quasi, ich finde es sehr, sehr schön, es gibt eine Lieblingsbeschäftigung von mir, ich benutze gern den Google-Übersetzer. Ich hoffe, das ist keine Werbung. Das mache ich auch gerne, so mache ich meine Arbeit. Großartig. Was ich mache ist, ich nehme Texte und benutze den Google-Übersetzer und mache erstmal von Deutsch oder von Englisch auf Deutsch. Dann mache ich von Deutsch auf Hebräisch, dann mache ich von Hebräisch auf Spanisch. Dann mache ich von Spanisch auf Chinesisch. Und es geht so über 14 verschiedene Ecken und dann komme ich auch wieder aufs Deutsche zurück. In diesem Fall habe ich aber nur drei Ecken benutzt. Das heißt, es ist ein bisschen verfremdet. Das ist sehr schön. Aber es gibt so ein paar schöne Stellen drin. Wir werden mal gar nicht so weit kommen. Aber du kennst es ungefähr? Glaubst du? Kannst also... Du musst mir einen Einsatz geben. Also der Einsatz, für den die Leute mitsingen wollen, ne? Sie wissen es nicht. Ne? Also nicht don't you know, sondern sie wissen es nicht. Könnt ihr, ne? Ja? Okay. Sie wissen es nicht. Ich bin noch einer Revolution. Klingt nach Flüstern. Yeah! Wo ist die Melodie? Achso, das ist hier. Don't you know. Warte mal, wo sind wir jetzt dazu? Genau. Like a whisper. Ja, genau. Und dann kommt während auf den Wellnesslinien. Also während auf den, wir müssen jetzt nicht nach oben gehen. Während auf den Wellnesslinien, ja, weinen vor den Toren der Heilsarmee, Zeitverschwendung bei Arbeitslosigkeit, merkt euch das bitte, ja? Ja? Lehnen Sie sich zurück und warten Sie auf eine Beförderung. Ja, das ist doch mein Thema heute. Ja, so. Ja, so. So. Also könnt ihr einfach... Mach doch den Refrain. Dann machen wir den Refrain. Ja. Ja? Ich verliere die Melodie, weil ich den Text nicht wiedererkenne. Entscheidend ist, wir können alle mitsingen. Ne? Sie wissen es nicht. Ihr müsst laufen, 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 laufen. Ne? Kriegt ihr hin, ne? Okay. So. Sie wissen es nicht, denn sie müssen... Laufen, 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 laufen. Nochmal. Oh, ich hab's dir besser gesagt. Müssen durchlaufen, laufen, 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 laufen. Endlich beginnt sich der Grill zu drehen. Ja. Sprechen Sie über eine Revolution. Ja, endlich Speicheltour, lautet der letzte Satz. Ja, endlich Speicheltour. Endlich Speicheltour, ist das großartig? Das ist total großartig, vor allem, wenn man diesen Korken im Mund hat. Isabel Bogdan. Aber ganz kurz, Speicheltour, was war denn das im Original? Das weiß ich nicht mehr. Speicheltour. Ja, das möchte ich auch mal wissen. So viele Perlen, die so entstehen bei dieser Übersetzung. Ich finde auch bei diesem Pferd ohne Namen, denn da gibt es diesen, denn es gibt niemanden, der dir keine Schmerzen zufügt.
Das der dir keine Schmerzen ja, zufügt. Es gibt, der, das ist halt im Original ist there is no one for to give you no pain. Also, wir Deutsche sind immer so mit, ja, toll, das ist total schwach. Aber gut, okay, super. So sind wir halt, ne? Ja, gut. Egal. Ja, so, jetzt. Ja, ja. Brennt dir noch Gott, was unter den kommt Nägeln? Noch. Brennt mir noch was unter den Nägeln? Na, nee. Sonst kommt der große Publikumsentscheid. Wir müssen, ja, genau, wir müssen das Publikum entscheiden. Sind wir durch? Ja. Ja. Aber da, eine Sache noch ein, weil ich habe unwillkürlich beim unserem Teaser-Video habe ich so ein Wortspiel gemacht mit deinem Namen. Also, hast du das Video gesehen? Ja. Gab es schon mal Wortspiele mit deinem Namen? Dauernd, das Wortspiel gab es auch schon 10 Mal. Auf Türkisch heißt es irgendwas ganz Schlimmes. Oh. Ich habe es vergessen, Axel. Was heißt? Große Scheiße oder sowas, ne? Heißt Bogdan auf Türkisch. Da war dein Wortspiel schöner. Ja, genau. Ich habe mich gesagt, wenn Isabel Bogdan kommen, haben da alle Bock da drauf. So, ja, ja, wir waren betrunken. Also, braucht das Geld. Wir haben hier Schnäpse getestet. Ja, wir haben hier Schnäpse getestet und so weiter. Aber ich habe auch noch Schnaps. Ja, habe ich auch noch so einen kleinen Rest. Ja, hier, komm. Prost. Ja, komm. Prost. Jemand. Ich kann ein eigentlich werben nur im Raum. Ja. Wer war das? Einen gehen wir durch nach hinten. So, ja, warte mal. So. Unbedingt. So. Ja. Ja. Aber du warst auch der zusammengerückt ist, ne? Ja, dann ist es auf jeden Fall. Das ja, ist auch extra großer Pflichtprogramm. Jetzt. So. Ja. Jetzt kommen wir. Hier vorne auch. Hier vorne, ja. Hier vorne. Ist heiß. Heiß ist es hier. Also, ich finde, Isabel hat sich gut geschlagen. Ja. Ich finde auch. Ja. Aber ihr müsst jetzt entscheiden. Wäre eine interessante Besetzung. Als Bootcamp-Instructor. Ja. Ihr müsst jetzt entscheiden, möchtet ihr, dass Isabel weiterschreibt oder möchtet ihr Isabel als Bootcamp-Instructor sehen? Für Bootcamp-Instructor gebt ihr ein Rot und für Weiterschreiben ein Grün. Das könnt ihr jetzt entscheiden. Wenn ihr euch für Bootcamp-Instructor entscheidet, könnt ihr euch auch vorne in eine Liste eintragen für ihr erstes Trainingsteam. Genau. Fürs Trainingsteam, genau. Ja. Oder? Das macht und Sinn. Was ich gehört habe, Isabel macht das auch so, ihr kommt auch zu euch nach Hause und macht das dann auch da. Im Wohnzimmer, Bootcamp. Ich bin nicht sicher, ob ihr das wollt, aber ja. Tut weh. Tut weh. Das war der beste Kleinstecker. Muckerkarta. Ja, so, also. Und nicht nur 2 Tage. Ja. 4 Tage Muskelkater. Also. Ihr dürft jetzt abstimmen. Grün für Weiterschreiben, Rot für den Bootcamp-Instructor. Mal gucken, was jetzt passiert hier. Eieiei. Ach, danke, ihr seid so gut zu mir. Ja, aber ein paar möchten sich gerne einschreiben. Also wir haben 5 für dein Bootcamp und der Rest ist dafür, dass du weiterschreibst. Ein großer Applaus für Isabel Bock. Dann sind wir eigentlich mag kein Strohhalm. Nee, das ist mir so in den Mund gerutscht. Ja. Ich habe den mal runtergeschluckt. ich stelle die Nachricht. Nein, ich frage nicht. Nein, deswegen der Artikel. Ja. Ja, so. Ja. Das war gut. Ja. So. Ja, manchmal kann ich das auch. Ja, ja, das kannst du. Ja. So, jetzt müssen wir noch was ansagen. Ja, also. Ja. Achso, am 12. September kommt Sven Amtsberg. Genau. Ja, auch Isabel, danke schön. Ja. Am 12. September kommt Sven Amtsberg. Und zwar steigen wir um auf den 2. Donnerstag im Monat. Da sind wir immer hier, außer in den Hamburger Schulferien. Das heißt im Oktober nicht, aber im November. Ja, am 14.11. und am 12.12. Wissen die Gäste schon, aber wir haben sie vergessen. Also, die sind euch richtig wichtig, oder? Es sind zu viel Informationen jetzt auch. Ja. Also wichtig ist der 12.12. Der 12.9. Ja. Denn dort erscheint Isabels neues Buch Laufen. Ja. Und wir sind wieder hier mit Sven Amtsberg. Mit Sven Amtsberg, genau. Okay. Müssen wir noch was anderes sagen? Nee, glaube ich nicht mehr. Wir können jetzt vorne. Ihr könnt jetzt vorne könnt ihr Isabel anfassen, ansprechen. Ihr könnt sie ansprechen. Ihr könnt sie vorne ansprechen und nach Büchern fragen, weil sie hat keine Bücher mitgenommen. Keine dabei. Keine dabei. Aber ihr dürft trotzdem fragen. Könnt ihr trotzdem fragen. Auch, hast du Bücher dabei? Freut sich sehr. Ein schöner Gesprächseinstieg, auch wenn man nicht weiß, wie man Isabel ansprechen kann. Kann mir vielleicht eine von diesen rot-grünen Karten nehmen und einfach gleich mal die rote tragen. Und müssen wir noch was machen?
Du warst keine Bücher dabei. Nein, jetzt, ich hab keine Karte mehr, da habe ich nichts mehr. Ja. Das heißt, so, war schön mit euch, grün. Ihr wart ein fantastisches Publikum. Ja. Ich habe das Gefühl, ich bin sehr braun geworden bei dieser Hitze. Ja. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wer schon kross ist, wir können da vorne noch was Kühles trinken. Und sonst sehen wir uns am 12.9. wieder hier. So, ja. Das war's. Das war's. Du kannst dich nicht trennen, ne? Ich kann mich nicht trennen. Ja, ich auch nicht. Fällt schwer. Es war schön. Ja, so. Kommt gut nach Hause. So. Ja. Zugang ein bisschen. Prost.